Okay, ich schau jetzt ins Video rein. Moin YouTube, grüß euch. Moin Meister. Freunde, was geht ab? Es ist mal wieder soweit, wir beantworten mal wieder unangenehme Fragen heute. Wehe, sie sind nicht unangenehm. Wir beantworten mit Chat, aber nur die, wo wir beantworten wollen. Nein, wir beantworten mit. Das ist mit dabei, auf Sascha Ehre. Und Revi. Ich habe weder Zeit noch Lust dafür. Wir machen heute die YouTuber Edition, ganz wilde Geschichte. Moin. Moin, moin. Hallo. Was ist die? Achso, ich hätte jetzt sagen müssen, hallo. Ja, hallo. Was ist die komischste Sache, die dir passiert ist, während... Revi mal wieder null Bock. ...du betrunken warst. Ich gebe euch eins der unangenehmsten Sachen, okay? Ist jetzt nicht eins der komischsten, aber eins der unangenehmsten. Die alten Hasen kennen die Story. Wir waren feiern und da war ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen. Und die Mama hat also bei so einem Geburtstag, wo ich absolut zu viel getrunken habe. Und dann hat also die Mutter von meinem Ex-Freund uns abgeholt. Und erstens erinnere ich mich nicht mal an die komplette Rückfahrt. Also wir waren angeblich bei McDonald's und so. Da erinnere ich mich überhaupt nicht mehr dran. Und als wir dort angekommen sind, habe ich erstmal, also ich kannte die Mom jetzt schon, aber ich kannte die Mom jetzt nicht so krank gut. Und habe ich der Mom erst, habe ich erstmal in deren Vorgarten gebrochen. Ihr müsst wissen, ich kann mich am nächsten Tag an nichts mehr daran erinnern. Und habe dann 2 Minuten später noch in deren Flur gebrochen, so vors Bad. Und ich habe es halt nicht mal weggemacht, weil ich mich nicht dran erinnern konnte. Ich bin da einfach pennen gegangen. Also ich hab gebrochen, bin danach pennen gegangen. Und ich war am nächsten Morgen, war ich so, boah, mir geht's nicht so gut. Und dann hat mir das der Ex-Freund so erzählt, so, jo, du hast so in das ganze Haus gebrochen. Und die Mutter, nicht mal mein Ex-Freund, die Mutter von meinem Ex-Freund, die hat es weggemacht. Wollte im Boden versinken, wirklich. Als er mir erzählt, dass seine Mutter das weggemacht hat, wollte ich einfach nur sterben. Das war für mich schon unangenehm, weil ich mich da halt so null unter Kontrolle hatte. Ich glaube, das war der Abend, wo ich am krassesten Blackout hatte. Ich habe nie Blackouts, aber ich glaube, ich hatte 2 einmal Blackout und das war eins davon. Ja, sonst gibt es noch so Kleinigkeiten, aber ja, das war so ein für mich unangenehmer Moment. Ja, da fällt mir eine Story ein, das müsste so 2016 Gamescom gewesen sein oder irgendwie sowas. Gamescom auch immer ich wild. Ich bin über einen Zaun geklettert in ein Schwimmbad, als ich 16 war und bin daran hängen geblieben. Meine Hose ist zerrissen und man hat also meinen Arsch halt gesehen. Ja, ist schon hart. Also ich glaub, das klingt wie so eine schlechte meine Beichte, die so absolut erfunden ist. Schlimmere Sachen, aber das Ding ist halt, an die meisten erinnere ich mich halt nicht, weil war halt besoffen. Da hatten wir im Bootshaus so einen Twitch-VIP-Bereich, wo wir irgendwie kostenlos Alkohol bekommen haben, glaube ich, also so Drinks. Und da habe ich mir gedacht, jetzt gerade ist es, Bruder, dann pack ein. Und kann mich dann an einem bestimmten Punkt auch an nichts mehr erinnern. Das ist mir auch erst einmal passiert. Und ich weiß dann wieder ab so 5 oder 6 Uhr, glaube ich, da sind dann langsam wieder meine Gedanken da. Da saß ich dann vorm Bootshaus. Wie ich da hingekommen bin, weiß ich nicht. Ich habe alle meine Leute verloren, wo ich hingekommen bin. Und dann kamen so random Leute an mir vorbei, haben so gefragt, yo, ist alles in Ordnung? Sollen wir dir helfen? Und ich habe halt immer gesagt, so, nee, alles gut. Und dann irgendwann kam aber so eine Gruppe, das war ein Mädchen und so 5 Jungs und die haben halt gesagt, ja komm, scheiß drauf, wir helfen dir jetzt. Wo musst du hin? Junge, wieso ist es auf einmal so laut? So, dann sind wir zum Taxistand gegangen und dann meinte der Taximann, wo kommst du her? Und dann meinte ich halt so, ja, aus Berlin. Aber wir waren halt in Köln so. Ich wusste auch meine Adresse nicht, weil ich bei einem Homie gepennt habe und seine Adresse nicht auswendig kannte. Und dann haben wir den irgendwie versucht, so über Facebook zu kontaktieren. Und so. Das ging alles Facebook, Omega Lul. Nicht. Dann haben die irgendwann gesagt, komm, man, scheiß drauf, du kommst jetzt einfach mit zu uns. Ja, bevor du hier hops gehst. Und dann habe ich einfach bei fremden Menschen zu Hause gepennt. Und als ich da ankam, haben die dann irgendwie sich noch irgendwie einen Joint gedreht oder so. Und ich habe einfach gepennt. Und früh morgens bin ich aufgewacht und ich weiß nicht wie, weil das war so eine Einzimmerwohnung mit einem Bett drin und da haben aber 5 Leute irgendwie geschlafen. Die waren alle 5 nächsten Morgen noch da und ich habe keine Ahnung, wie das gehen sollte. Auf jeden Fall war das so und ich habe dann früher morgens noch Rührei bekommen und dann bin ich wieder zur Gamescom. Voll korrekt, die Leute aber. Voll nett, übelste. Nee, aber Gamescom ist auch, also Gamescom und Bootshausparty ist auch schon immer, da war ich, glaube ich, auch gut dabei. Da habe ich, glaube ich, noch Zuschauer getroffen. Ich habe nicht viele Zuschauer beim Feiern getroffen. Ich habe so zwei auf der Gamescom Gamingo-Party. Da habe ich eines der hässlichsten Bilder gemacht, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und im Bootshaus auch nochmal. Und da erinnere ich mich nicht mehr dran. Das wurde am nächsten Tag wurde das gepostet. Und ich dachte mir so, ich? Abfahrt. Aber sonst, Bootshaus war auch interessant immer, ne? Komischste Sache, die mir passiert ist, während ich betrunken war. Ich habe mal draußen bei so einem Garten gepisst und hatte davor 4 Bier getrunken. Also die Blase war voll. Und dann kamen so Leute vorbei und ich kannte die halt nicht. Und dann war der Moment, wo ich halt gerne so aufhören wollte zu pissen, aber es ging nicht. Und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt muss es vorbei sein. Hab wieder alles eingepackt und war noch nicht vorbei. Was war die unangenehmste Situation? Das ist wirklich unangenehm. Die du mit einer Foyer hattest. Mit einer was? Mit einer Foyer? Wie bitte? Mit einem was? Die du mit einer Foyer hattest. Mit einer Foyer? Timo, grüß dich. Was gibt's? Die zweite Frage, was war die unangenehmste Situation, die du mit wem hattest?
Ja, ich habe die Fragen gar nicht durchgehört, die hat Kevin alle gemacht. Okay, ich rufe Kevin an. Mit einer Frau, sag ich. Ach, Junge, komplett lost. Okay, ja, danke dir. Ich dachte mir, dass ich das vielleicht dazu schreibe. Ich hab's auch nicht verstanden. Ey. Ich weiß nicht, ob es die unangenehmste Situation ist, aber ich habe da jetzt gerade so ein Date im Kopf. Ich hatte so eine Zeit früher, vor so 4 Jahren, 5 Jahren. Ja, da war ich so ein bisschen auf Tinder unterwegs und so. Ich habe es nicht komplett übertrieben, aber ich sag mal, man hat das ein oder andere Mädchen kennengelernt. Und da hatte ich so ein Date mit einem Girl, hat irgendwie so gar nicht gevibed irgendwie. Und wir saßen halt so im Restaurant und haben so Sushi gegessen. Ja, wir haben noch nicht gesprochen so viel seit 15 Minuten. Und dann wollte ich halt so diese unangenehme Ruhe killen, indem ich so ein bisschen Smalltalk anfange und sowas sage wie, yo, hast du schon dir überlegt, was du essen möchtest und so. Und sie dann so richtig pumpig geantwortet mit so, woher soll ich denn wissen, was ich essen soll? Ich hab doch noch gar nicht in die Karte geguckt. Und dann war, cringe. War das so super strange. Vibe-Test not passed einfach. Irgendwie. Ja, das ist, glaube ich, die unangenehmste Sache. Das ist echt so unangenehm. Das Ding ist, ich glaube, ich kann eigentlich ganz gut Smalltalk. Aber ich glaube, jeder kennt auch diese Momente, wenn so von beiden Seiten komplett ruhig ist. Und dann war es schon so lange ruhig, dass es dann wieder anfangen, also dann anfangen wieder so zu reden, ist dann so, also das ist noch unangenehmer als die unangenehme Stille. Also wenn so schon lange Stille waren, dann musst du was sagen, ist es so, dann wird es noch schlimmer. Ich glaube, dann ist die Stille vielleicht sogar weniger, man weiß es nicht. Mal außerdem selber in den Mund gewichst, weil ich zu stark, das ist zu sehr gespritzt und dann gestöhnt. Die unangenehmste Situation. Kann auch wehtun im Auge, habe ich gehört. Ich meine, ich habe schon mal... Das klang jetzt extrem falsch. Ich habe es wirklich nur gehört. Ist mir zum Glück nicht passiert. Vielleicht ist das... Also, Mann, ich komme da nicht mehr raus jetzt, ne? Ich lasse es einfach. Ich komme da nicht mehr raus jetzt. Das habe ich gehört, ne? Beim Internet erzählt, aber ich hatte mal zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt Nasenbluten. Und das Blut ist dann quasi, da ich in der Situation oben war, auf die Person runtergetropft. Und weil man merkt doch, wenn man Nasenbluten hat, eigentlich früh genug, oder? Es war für beide Parteien nicht gerade angenehm. Und ich muss auch hinzufügen, bevor ich es vergesse, ich habe mir jetzt nicht komplett die Hose voll gepisst, ne, bei der ersten Frage, nicht falsch verstehen, aber das war halt mehr als noch ein Tropfen. Was war das Dümmste, wofür du Geld ausgegeben hast? Den Tier-1-Sub bei Papa Platte, ganz klar. Ja. Du Chat, da fällt euch bestimmt was ein, was ich mir gekauft habe, was... richtig dumm war. Oh, Voice Break mal wieder. Schwarze Shirts, die sind alle unterschiedlich. It is what it is, Chat. Die AirPods, die ich dann verloren habe. That's actually true. Nach der OP, die Klamotten, wo du gekauft hast, auf Schmerzmittel. Kann auch gut sein. Den Rubik's Cube, den ich auf einer Fake-Seite bestellt habe. Ja. Das ist relativ einfach, da fallen mir direkt zwei Sachen ein. Also ich habe einmal für ein Video, was wir vor ein paar Wochen hochgeladen haben, habe ich so bei teuren Modemarken wie so Off-White und so, haben wir halt so Klamotten bestellt, aber wir haben halt geplant, alles zurückzuschicken. Ja, ich dann aber eventuell den Rücksendetermin verplant. Und dann musste ich die 700 Euro Off-White-Hose behalten. Nicht so geil. Ich glaube, das ist das allerdümmste. Sah die 700 Hose, ne? Genau, 700 Euro Off-White-Hose wenigstens gut aus? Trägt die Hose immerhin oder ist die auch noch so komplett ugly und scheiße? Ja, die trippt. Wofür ich jemals Geld ausgegeben habe? Boah, das müsste gewesen sein, 16 Monate Sub bei Kevin. Hast du deine Reichweite schon mal genutzt, um eine Frau zu beeindrucken? Das mache ich tagtäglich an der Rewe-Kasse, um mich vorzudrängeln. Das funktioniert aber nicht. Nee, ich finde das immer tatsächlich sehr corny und unangenehm. Ja, ist sau cringy. Willst du mal meinen Instagram-Account sehen? Nee, wirklich. Ich habe actually noch einen privaten Insta-Account. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch Bilder drauf habe. Den benutze ich legit nie. Das ist halt mein Insta-Account, den ich hatte, bevor ich den Reef-Account gemacht hatte. Ich guck mal ganz kurz, ob ich da die Bilder überhaupt noch online habe. Nö. Ich habe da nicht mal mehr Bilder. Okay, ich habe sogar die Bilder da auf privat. Den habe ich immer weitergegeben, im Falle, dass irgendjemand noch mal im Insta gefragt hat. Ich fand es irgendwie weird und cringy, so einen aufzumachen. Ja, schau mal meinen Insta-Account. Deswegen, no. Wirklich nicht. Seitdem ich Videos mache, habe ich eigentlich eine Freundin. Und damit habe ich noch nie jemanden beeindruckt. Aber wäre auch wild, wenn sich jemand davon beeindrucken lässt. Wobei, bei Nico läuft es ja auch. Also ich habe jetzt nie irgendwie so jemanden direkt über Instagram oder so angeschrieben, aber ich hatte bei so Tinder-Dates oder so, da schreibt man ja auch vorher, und da habe ich dann halt auch gesagt, so dass ich halt Streamer bin und YouTube mache und so, aber jetzt nicht so um ultra krass zu flexen, sondern einfach, weil es halt zum Gespräch gepasst hat. Aber ich glaube, so richtig krass ausgenutzt habe ich das. Ich versuche es immer so ein bisschen, also wenn niemand fragt, dann erwähne ich es nicht. Obwohl es eigentlich gar nichts ist, was einem unangenehm sein sollte, aber ich glaube, die meisten YouTuber und Streamer kennen das. Ja...
Es muss nicht sein, oder? Nicht. Von 1 bis 10, wie gut war dein erstes Mal? Das waren so die 2, würde ich sagen. Ja, kommt drauf an. Kevin hat Cindy beim ersten Date aus Versehen seinen Kontostand gezeigt. Das ist auch stark. Kommt drauf an, wenn man sagt von 1 bis 10, wie gut, was man als gut sagt. So für ein erstes Mal geht's auf jeden Fall schlimmer, unangenehmer und schlimmer. Aber wenn ich jetzt mit jemandem so sehe hätte wie beim ersten Mal, wäre es so, kritische. Deswegen würde ich sagen, von der Unangenehmheitsskala war es weit unten, aber es war halt nicht gut, ne? Zumindest auf meiner Seite. Ich denke, sie hatte auf jeden Fall eine 10 von 10. Da bin ich mir sicher. Ey, Bro, keine Ahnung. Irgendwie sagen immer alle, dass ihr erstes Mal super shit war, aber es war eigentlich ziemlich in Ordnung, würde ich sagen. Also mein erster Gedanke war so eine 7. Boah, ich würde sagen, tatsächlich eine solide 3. Wurdest du schon mal beim Sex erwischt? Jetzt so... Also, im Grunde waren wir da auf so einer Party, das war wie so eine Art große WG, in der Nils gewohnt hat, könnte man sagen. Die hatten so ein Haus und so, wo dann irgendwie 5 Leute drin gewohnt haben. Und da wurde so eine Homeparty gefeiert. Dann kamen wir halt irgendwann zu ihm und meinten halt so, also ich und meine Freundin, und meinten halt so, yo Bro, können wir halt auf dein Zimmer gehen, so. Jeder weiß, wenn ein betrunkenes Pärchen auf dich zukommt, was das bedeutet. Nils anscheinend nicht, Digga. Ja, wir gehen hoch. Ja, Nils hatte sich erkundet, einfach mal nach 3 Minuten kurz mal, wie es uns geht und ob alles in Ordnung ist. Danke. Nils, wer ist er denn? Also, dass jetzt jemand so die Tür Junge. Aufhaut und so drin steht im Zimmer, nicht. Das nicht. Bei Kevin 100%. Kevin wurde safe schon mal gebastelt. Ich erinnere mich mal, dass mein Bruder mal, er hat es aber glaube ich nicht mitbekommen, in meinem alten Zimmer die Tür geöffnet hat. Der steht doch hier gerade hinter der Kamera und schüttelt den Kopf. Nee, er macht Fortnite-Tänze. Hast du es mitbekommen? Nee, okay. Also auf jeden Fall ist er mal reingekommen und ich war gerade so... Ja. Hast du schon mal... Das ist aber mir auch schon passiert, actually, so ähnlich. Aber noch nie so full on, oh, that just happened. Bilder bei OnlyFans erworben. Ey, dieses OnlyFans, ich höre es überall in meinem Stream. Leute, ich bin ein Spast. Nee, tatsächlich nicht. Netterweise hat Monte mir auch alle anderen geschickt, die für mich vergangenheitsmäßig relevant gewesen wären. Danke dafür, Monte. Ich habe schon mal Bilder erworben, aber ich muss sagen, die 5 Euro für Tanzverbot, nur... Wie kann man den verkacken? Timo, wie kann man den verkacken? Sorry, nochmal neu. Nee, habe ich noch nie so richtig verstanden. Also jeder, wie er möchte. Aber wissen diese Menschen, die das bei OnlyFans kaufen, dass es tons of free stuff gibt im Internet? Ich habe einmal in meinem Leben bei OnlyFans Bilder erworben. Für 5 Euro habe ich aber auch richtig gerne den Tanzsupport supported. Alfie, oh mein Gott, der hat mich schon wieder versprochen. Ich sag mal, man hat schon mal bei der ein oder anderen Plattform geguckt, ob man die Sachen gratis auch bekommen kann. Aber gekauft habe ich noch nie was. Gekauft. Nee, tatsächlich nicht. Ich lese das überall, auch heute wieder in meinem Stream. Sascha, wann kommt dein OnlyFans-Account? Ich habe in meinem Leben einmal 5 Euro ausgegeben. Funny, dass das Sascha mehr Leute fragen, als bei mir gefragt wird. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt verletzen soll oder ob ich da froh drüber sein soll. Ich weiß es actually nicht. 4 Bilder und diese Tanzverbot-Nudes, die waren anders. Würdest du dich für eine sehr hohe Geldsumme aus der Öffentlichkeit zurückziehen? Ist halt eine schwere Frage. Ich denke schon. Also, das Ding ist halt, ich liebe dieses öffentliche Ding. Ich liebe Streaming, YouTube, bla bla. Ich liebe dieses öffentliche Ding actually nicht. Ich liebe nur Twitch-Streaming eigentlich. Aber so dieses öffentlich sein, weiß nicht, ob ich da so krass Fan von bin. Frage ist halt, was heißt eine richtig hohe Geldsumme? Eigentlich finde ich es cool, das Geld zu verdienen und nicht einfach zu haben. Weil dann müsste ich ja, wenn das Geld dann irgendwie weg wäre, müsste ich ja dann was anderes machen. Dann müsste ich irgendwas machen, was nicht Streaming ist. Also honestly, wüsste ich nicht, ob ich da was finden würde, was ich so richtig cool fände. I don't know. Schwierige Frage. Müsste ich die Geldsumme erstmal hören. Es ist wirklich so, gerade in den letzten Monaten merke ich, wie krass das wirklich mein Traumberuf ist. Aber ich glaube, wenn man jetzt halt sagt, ja, hier sind 100 Millionen oder so, jetzt mal übertrieben gesagt, verpiss dich. Dann würde ich es halt machen und dann würde ich halt, weißt du, dann könnte man halt seiner Family oder so, könnte man halt jeweils ein bisschen was geben. Und dann sind halt alle, was finanzielle Sachen angeht, erstmal abgedeckt. Also ich denke, ja. 20 Euro, dann, dann wäre ich dabei. Also ich verstehe jetzt nicht, was an der Frage unangenehm ist. Natürlich. Wie hoch muss so eine Geldsumme sein, dass man aufhört mit dem, was man liebt, ne? Ja, ist schwierig. Das ist immer so eine Frage. Vermutlich nicht, es sei denn, es ist eine exorbitant hohe Geldsumme. Sowas wie 50 Euro, dann vielleicht. Mit wie vielen Leuten hattest schon Sex? Also wenn meine Mama das sieht. 2. Aber eine davon war so dicht, dass sie sich am nächsten Tag nicht mehr erinnern konnte. Aber ist vielleicht auch besser so. Also ich hatte es mal irgendwie nachgezählt. Ich glaube, es müssten 8 sein. Aber ey, vielleicht plus minus 1. So. Aber mehr. Hä? Bei 8 Leuten hast du eigentlich, also hat man eigentlich auch einen Überblick, oder? 8 nicht. Und davon muss man auch sagen, sind 3 Stück. 3 Stück sind Freundinnen auch gewesen. Also, ja.
Boah, das kann ich echt nicht beantworten, weil ich führe keine Liste. Also ich weiß, und das kann ich glaube ich solid sagen, dass es über 20 gewesen sind. Aber das ist auch okay, weil ich bin 27. Wenn man überlegt, dass ich in jedem Jahr, seitdem ich 7 bin, mit einer Frau geschlafen habe, macht es das irgendwie extrem seltsam. Na gut, ich habe gelogen, es waren gar keine. Ich bin Jungfrau, was soll ich machen? Scheiß drauf, Digga. Inwieweit unterscheiden sich deine öffentliche Person mit deinem privaten Ich? Boah, ich glaube, ziemlich krass. Ich glaube, alle Leute, die mich wirklich privat kennen, wissen, dass ich privat sehr viel ruhiger bin. Das liegt aber auch einfach... True, obwohl man sagen muss, dass Revi ist, wie er in seinen Videos ist. Aber irgendwie ist es in echt viel angenehmer, als er in seinen Videos ist. Ich dachte erst, dass ich nicht so viben würde mit Revi, weil ich dachte, er ist übel aufgedreht und alles. Er ist in echt einfach genauso, aber in viel angenehmer. Und viel chilliger einfach. Dass ich halt, bevor ich streame, immer 20 Minuten Powernappe, 30 Red Bull trinke, 10 Kilo Koks zu mir nehme und dann geht's halt los. Also ich glaube, dass mein privates Ich halt weitaus ruhiger ist und in sich gekehrter. Liegt aber jetzt nicht unbedingt daran, dass ich... Ich glaube, jeder ist offstream ein bisschen ruhiger, oder? Das ist wie wenn du fragen würdest, ob jemand in der Freundesgruppe aufgedrehter ist als alleine. Also wenn ich jetzt alleine chille, dann bin ich natürlich obviously nicht so, wie wenn ich in der Freundesgruppe chill oder wenn ich im Stream bin. Jetzt irgendwas vorspiele im Stream oder so. Das ist nur so, im Stream bin ich dann wie so aktiviert oder so. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe dann wie so ein Kamera-Ich halt, was dann mein normales Ich ist, aber halt 150%. Ich glaube, viele Streamer kennen es auch, dass man nach dem Stream für so einen kurzen Moment irgendwie so ein bisschen so down ist. So, der Stream ist aus, auf einmal ist so alles ruhig und sitzt du da und bist so... Es ist so ruhig und übelst so weird. Nach so 5 Stunden oder 6 Stunden so Stream, so laut und alles, ist man nachher erstmal so ein bisschen calm und erstmal so ein bisschen runterkommen und alles verarbeiten, weil du im Stream ja nicht Zeit hast, so nachzudenken. Außer man hat so Giga-Brain-Lags wie ich. Aber normalerweise hat das Gehirn nicht so viel Zeit, so, ne, zu verarbeiten. Mehr so. Aber an sich bin ich eigentlich relativ ähnlich privat wie in Streams oder so, würde ich sagen. Ich glaube schon, dass ich halt im Privaten sehr viel entspannter, sehr viel relaxter, sehr viel rhetorischer vielleicht sogar bin. Ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich im Stream so rede, wie ich jetzt privat reden würde, dass der Großteil der Leute einfach so dumm ist, um mich zu verstehen. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb drücke ich mich da sehr direkt, flach und einfach aus, weil meine Community besteht aus 12- bis 12-Jährigen, die alle keinen anständigen Schulabschluss haben oder keinen vernünftigen Schulabschluss anstreben. Also ich würde sagen, da ist schon eine Diskrepanz auf jeden Fall zu erkennen. Aber ich glaube, das ist normal. Jeder hat so eine Public-Persona, so eine Aufnahmepersönlichkeit. Ich glaube, das ist normal. Boah, ich würde sagen, es sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche Gesichter. Also unterschiedlicher könnte es nicht sein. Bin aber auch froh darüber, wenn Leute auf der Straße mich nach einem Foto fragen und ich nein sage, freuen die sich darüber. Also es besser könnte es nicht sein. Ist schon Danke strong. Fürs Mitmachen, du Knecht. Kevin. Das war's schon. Und das ist jetzt der Content für Kevin sein Kanal. Ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schaut bei Sascha und Revi vorbei. Danke fürs Mitmachen, Jungs. Kuss, Kuss. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ich weiß nicht warum, aber man findet es immer so übelst nice, wenn so YouTuber irgendwie so collaben. Obwohl es eigentlich wird es so super wenig gemacht, dafür, dass es eigentlich so easy ist, ne? War ein nices Video. Lasst ihr dann ein Like da.